Das ist hier mein Lieblingsort, weil zwischen zwei Vorlesungen ist es nicht so weit zu laufen wie in den Botanischen Garten. Man kriegt hier immer einen günstigen Kaffee und dann kann man einfach hier sitzen, sich die Sonne auf die Haut scheinen lassen. Man trifft hier immer Leute, mit denen man irgendwie kennt. Da kann man immer ein bisschen Smalltalk machen. Nein, das ist immer interessant hier. Und auch einfach mal die Studenten zu beobachten, was für Typen hier so rumlaufen und in welche Richtung sie gehen. Gehen sie jetzt zu den Geistis oder gehen sie zu den Ingenieuren? Ich komme eigentlich immer hierher, so zwischen zwei Vorlesungen, wenn ich gerade am Arbeiten war, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wenn ich merke, oh, ist so 16 Uhr, Tiefphase kommt, brauchst du mal einen Kaffee. Und ja, dann setze ich mich einfach hier hin und habe meine Ruhe.